Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Göhner, bedanken, dass Sie es trotzdem möglich gemacht haben, zu kommen, und würde auch nicht lange Zeit verlieren, gleich Herrn Dr. Göhner das Wort zu übergeben. Der weitere Ablauf wird dann so sein, dass Professor Leif die Moderation übernimmt und mit Herrn Dr. Göhner und mit Professor Deubler in die Debatte gehen wird. Um 11 Uhr wird dann unsere Vorstandsvorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, Frau Dr. Enkelmann, sozusagen auch nochmal seitens der Stiftung inhaltlich einführen, und Bodo Ramelow, der Ministerpräsident und übrigens Führers, Vorstandsmitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung, dann auch in die Debatte einführen. Und wir haben dann bis zur Mittagspause deutlich mehr Zeit, als eingeplant war. Ich begrüße auch die anwesenden Pressevertreterinnen und Pressevertreter. Der Mitteldeutsche Rundfunk ist auch hier. Und ich denke, es ist auch Ihr Einverständnis, dass wir hier Aufnahmen und Fotos machen können. Und nun würde ich Sie, Herr Dr. Göhner, bitten, Ihre Einführung zu übernehmen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Zunächst habe ich mich zu entschuldigen, dass ich Punkt 10.30 Uhr diesen Saal verlassen muss, weil ich einen zwingenden Termin in Ludwigshafen habe. Ich gebe zu, ich bin ohnehin deshalb hier, weil Herr Rahne mich darum gebeten hat, uns verbindet. Das liegt zwar schon, man sieht es nicht so genau, jedenfalls nicht bei ihm, mehr als 30 Jahre zurück, dass wir gemeinsam Tarifpolitik betrieben habe für die Holz- und Möbelindustrie, aber das war für mich Verpflichtung genug, und im Übrigen hätte ich gern bei diesem sachverständigen Publikum Gelegenheit genommen, ausführlicher mit Ihnen zu debattieren. Ich bitte also um Nachsicht, dass ich in einer halben Stunde und deshalb auch meine Anmerkungen zur Tarifeinheit mehr staccatohaft. Erstens, Tarifautonomie braucht Tarifeinheit. Ich gebe der Tarifautonomie in Deutschland, die ich für einen zentralen Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft, unserer freiheitlichen und sozialen Wirtschaftsordnung halte, keine Zukunftschance, wenn wir nicht Tarifeinheit gewährleisten können. Aus zwei Gründen. Zum einen, die Tarifpartner, die Mitglieder der Tarifpartner und aus meiner Sicht die Arbeitgeber ganz besonders, müssen wissen, woran sie sind. Und zwar auch dann, wenn für eine Arbeitnehmergruppe eines Betriebes oder gar für den ganzen Betrieb zwei Tarifverträge gar unterschiedliche gelten. Es muss Klarheit darüber bestehen, welche Tarifnormen dann anwendbar sind. Und deshalb bedürfen Tarifkollisionen, wenn sie denn nicht vermieden werden können, durch ein kluges, intelligentes, durch ein vernünftiges tarifpartnerschaftliches Vorgehen, wenn Tarifkollisionen nicht vermieden werden können, müssen sie aufgelöst werden. Und ich finde es naheliegend, dass für die Auflösung einer etwaigen Tarifkollision, also dem Aufeinandertreffen von zwei Tarifverträgen für eine gleiche Gruppe von Arbeitnehmern im Betrieb, dass der Gesetzgeber hierfür Kriterien und eine Entscheidung liefert, nach welchen Überlegungen die Auflösung erfolgt. Der zweite Grund, warum Tarifautonomie ohne Tarifeinheit nicht denkbar ist, besteht aus der tarifpolitischen Komponente. Die Tarifautonomie, insbesondere über die Gestaltung von Branchentarifverträgen, sollen und müssen Konflikte aus der betrieblichen Ebene und aus der Betriebspartnerschaft heraushalten. Die Erwartung an Tarifpartner ist, dass sie das regeln. So ist auch die gesetzliche Aufgabenzuständigkeit und Aufgabenteilung. Wenn aber ein Arbeitgeber durch Tarifbindung, etwa in einem Arbeitgeberverband, sich einer solchen Tarifbindung unterwirft, dann muss er sicher sein können, dass während der Laufzeit eines solchen Tarifvertrages auch tatsächlich eine Friedenspflicht besteht, jedenfalls für die Materie, die in diesem Tarifvertrag geregelt ist. Die für die Tarifautonomie aus meiner Sicht zukunftsgefährdende Situation kann darin bestehen, dass es einen Kampf von Tariforganisationen gegeneinander gibt auf der gleichen Seite. Insbesondere einen Kampf von Mehrheitsgewerkschaften und Minderheitsgewerkschaften. Das gefährdet die zentralen Funktionen von Tarifverträgen. Weder die Verteilungsfunktion noch die Friedensfunktion kann auf der Weise gewährleistet werden. Auf der Weise, dass zwei Gewerkschaften gegeneinander einen Kampf führen, das geht
und ermöglicht ein Rosinenpicken, indem diejenigen, die mit kleiner Mitgliedschaft und kleiner Zahl von Betroffenen in einem Unternehmen gleichwohl ein hohes Erpressungspotenzial haben, aus dem, was Verteilungsmasse ist, für sich mehr rauszuholen. Und deshalb glaube ich, ist der Grundsatz, den der Gesetzentwurf der Bundesregierung jetzt wählt, des Mehrheitsprinzips im Betrieb der richtige und bessere als der frühere Grundsatz der Spezialität. Meine Damen und Herren, die zweite These ist, diese Tarifeinheit als Zukunftsvoraussetzung von funktionierender Tarifpartnerschaft setzt eine gesetzliche Regelung voraus. Ohne gesetzliche Regelung, Folge des BAG-Urteils, keine Tarifeinheit. Und mit einer gesetzlichen Wiederherstellung der Tarifeinheit gab es unterschiedliche und gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine wäre die Wiederherstellung des alten Rechtszustandes, Tarifeinheit mit Spezialitätsgrundsatz. Eine Überlegung, der ich persönlich durchaus vieles abgewinnen kann und konnte. Wir haben uns gemeinsam mit dem DGB, der IG Metall, Verdi und IG BCE und den jeweiligen Vorsitzenden auf das Mehrheitsprinzip verständigt, weil wir gemeinsam letztlich der Überzeugung sind, dass dieses Mehrheitsprinzip verfassungsnäher ist als die Gestaltung nach der Spezialität. Aus Sicht der Gewerkschaftsvertreter gab es noch zusätzliche andere Gründe für dieses Prinzip. Ich glaube, dass mit dem Mehrheitsprinzip eine vernünftige, verfassungsnahe Möglichkeit gefunden wird, um das Funktionieren der Tarifpartnerschaft auch in Zukunft zu ermöglichen. Sie ist erforderlich, eine solche Regelung, um das Funktionieren zu ermöglichen. Sie ist geeignet, die Tarifpartnerschaft und das Funktionieren der Tarifautonomie zu gewährleisten. Und sie stellt nach meiner Überzeugung, das ist meine dritte These, auch keinen Eingriff in ein Grundrecht dar. Die Verfassungsrechtler streiten darüber, ob es überhaupt ein Eingriff ist. Es gibt eine Reihe von Verfassungsrechtlern, die sagen, es ist kein Eingriff. Selbst wenn es ein Eingriff wäre, so ist aus meiner Sicht die Geeignetheit, Erforderlichkeit, Verhältnismäßigkeit der vorgesehenen Regelung, um die garantierte von der Verfassung garantierte Institution der Tarifautonomie zu gewährleisten, jedenfalls erlaubt. Wir selbst, der DGB, die Gewerkschaftsvorsitzenden seinerzeit, Herr Schmoldt, Herr Huber und Herr Bzirske, wir haben den gemeinsamen Vorschlag etwas anders vorgelegt, als er jetzt in dem Gesetzentwurf umgesetzt wird. Wir hatten nämlich vorgesehen, eine Erstreckung der Friedenspflicht des Mehrheitstarifvertrages. Das wäre möglicherweise tatsächlich ein Eingriff in 9.3 gewesen und das wäre wohl in der Tat eine Regelung gewesen, die das Streikrecht der Gewerkschaften berührt hätte. Aus meiner Sicht gerechtfertigt und auch verfassungsgemäß möglich. Und wir haben verfassungsrechtliche Gutachten dazu vorgelegt, die das belegen. Über Verfassungsgemäßheit von neuen Regelungen wird immer gestritten, aber dass wir das sehr sorgfältig unter diesen verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten damals nach sehr intensiven Beratungen gemeinsam so vorgelegt haben, möchte ich doch unterstreichen. Meine letzte These zur Einführung. Ich glaube, dass die jetzt vorgefundene Regelung, der Gesetzentwurf der Bundesregierung, eine sehr schmale ist. Sie regelt nur und ausschließlich, wie Tarifkollisionen aufgelöst werden. Dass diese Auflösungsregelung, wie sie in dem Gesetzentwurf vorgesehen ist, möglicherweise auf eventuelle Streiks und Arbeitskämpfe von Minderheitsgewerkschaften über den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ausstrahlt, mag sein. Ein verfassungsrechtliches Problem sehe ich darin überhaupt nicht. Zumal im Rahmen der Verhältnismäßigkeit natürlich auch Grundrechte zu berücksichtigen sind. Die eigentliche Aufgabe der Tarifpartner besteht natürlich darin, dieses Gesetz nicht anzuwenden. Und darin liegt seine Stärke, der Druck auf die Tarifpartner, Tarifkollisionen zu vermeiden.
Und beispielsweise, wenn es mehrere konkurrierende Gewerkschaften gibt, so wie wir das hundertfach in unserem Lande erfolgreich haben, Tarifgemeinschaften zu bilden, um damit dann einen Tarifvertrag für die ganze Belegschaft zu ermöglichen, gegebenenfalls auch mit mehreren Gewerkschaften. Es gibt viele Bereiche, in denen erfolgreich gezeigt wird, dass das gewährleistet wird und dass das möglich ist. Meine Damen und Herren, dieser Gesetzentwurf wird mitnichten das Ende von Spartengewerkschaften zur Folge haben. Das ist Kokolokos, wer so etwas erzählt. Unter dem Grundsatz der Tarifeinheit, die in Deutschland 60 Jahre lang gegolten hat, übrigens auch unter der Geltung von 9.3 von den Gerichten 6 Jahrzehnte lang anerkannt wurde, unter dem Grundsatz der Tarifeinheit sind Spartengewerkschaften entstanden und die entstandenen Spartengewerkschaften werden nicht verschwinden. Ja, es wird in bestimmten eindeutigen Konstellationen schwieriger sein, Spartengewerkschaften zu gründen oder durch Spartengewerkschaften, durch kleine Minderheitsgewerkschaften Tarifverträge herbeizuzwingen. Meine Damen und Herren, vor etwas mehr als 2 Jahren haben bei Airbus, dem Werk in Lemberda, so etwa 20 Fluglotsen für den dort unterhaltenen Flughafen, der notwendig ist, um den Werksverkehr zwischen Toulouse und Hamburg zu gewährleisten und die neuen gebauten Flugzeuge ausprobieren zu können, ein Warnstreik stattgefunden, der zur Folge hat, dass die GDL, die den Streik geführt hat, für diese 20 Leute gegenüber den, ich weiß nicht, über 10.000 Arbeitnehmern, die für die alle im ganzen Betrieb ein Tarifvertrag mit der IG Metall galt und die auch nach diesem Tarifvertrag bezahlt wurden, einen gesonderten Tarifvertrag gefordert haben. Meine Damen und Herren, das Unternehmen hat sich schnell in der Situation gesehen, diesen Tarifvertrag abzuschließen, weil sie sich einer Erpressung gegenüber sah von 20 Leuten. Am Frankfurter Flughafen hatten wir die Situation, dass 200 Parkplatzanweiser für Fluglotsen, die sogenannten Vorfeldlotsen, versucht haben, gegenüber dem Tarifvertrag, der für die 20.000 Arbeitnehmer mit Verdi für den Flughafen abgeschlossen war und für alle Arbeitnehmer galt, dieses Flughafen, also auch für die Parkplatzanweiser, einen eigenen Tarifvertrag zu erstreiten. Ich finde, solche Exzesse müssen tatsächlich als unverhältnismäßig künftig unterbunden werden. Das dient der Tarifautonomie, der Tarifpartnerschaft, die aus meiner Sicht langfristig zur Disposition steht. Keiner sollte meinen, dass die Tarifautonomie dauerhaft möglich ist, wenn der Arbeitgeber weiß, ich schließe hier zwar einen Tarifvertrag für 90, 95 oder 99% meiner Arbeitnehmer, aber ich muss jederzeit damit rechnen, dass irgendeine kleine Minderheit in diesem Betrieb jederzeit unseren Betrieb wieder lahmlegt. Wunderbar. Das wird nicht funktionieren und deshalb glaube ich, ist dieser Gesetzentwurf der Bundesregierung ein vernünftiger und notwendiger Schritt, um die Tarifautonomie in Zukunft zu sichern. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank, Herr Dr. Göhner, für die pointierte Zusammenfassung. Wie immer bei politischen Referaten ist immer das, worüber nicht gesprochen worden ist, möglicherweise das Wichtigste, weil Sie über die Kollateralschäden, die mit diesem Gesetzentwurf verbunden sind, hier direkt nichts gesagt haben, zum Beispiel die Einschränkung des Streikrechts für sogenannte Minderheitsgewerkschaften. Das ist ja nicht irgendetwas, sondern sozusagen das Inkarnat auch der Tarifsituation, des Rechts zu streiken, seine Interessen durchzusetzen. Opfern Sie, um es zuzuspitzen, nicht sozusagen mit der Bändigung kleiner Pressure Groups nicht ein ganz großes Grundrecht? Im Gegenteil. Ich glaube, dass die Ausgestaltung der Tarifautonomie durch diesen Gesetzentwurf der Tarifautonomie und damit der Handhabung des Koalitionsrechts dient. Im Gegenteil, ich befürchte eine Beschädigung der Tarifautonomie ohne Tarifeinheit, siehe dessen, was ich gesagt habe. Und im Übrigen sehe ich hier eben keine Einschränkung des Streikrechts. Darüber hätte man durchaus im Rahmen eines solchen Gesetzes nachdenken und diskutieren können. Ich habe das erwähnt, mit einer Erstreckung der Friedenspflicht. Die Bundesregierung hat sich zu einem anderen Weg als von DGB und BDA vorgeschlagen, entschieden. Das ist selbstverständlich zu respektieren, aber ich glaube, dass so, wie die Aufhebung der Tarifkollision im Gesetzentwurf vorgesehen ist, sie
dem Artikel 9.3 dient. Und das wird auch in der Begründung des Gesetzentwurfs findiziert. Aber schon Helmut Kohl hat gesagt, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ist das Ergebnis nicht am Ende wirklich so, dass eben die sogenannten Minderheitsgewerkschaften dann eben ihr Streikrecht nicht ausüben können, wenn sie zahlenmäßig möglicherweise unterlegen sind? Ja, das führt doch im Ergebnis dazu und damit ist es doch faktisch ausgelöscht. Nein, das sehe ich nicht so. In dem Falle, meine beiden Beispiele, Airbus oder Frankfurter Flughafen, bliebe es natürlich auch Minderheitengewerkschaften sehr wohl möglich, einen Arbeitskampf zu führen, freilich, wenn der Mehrheitstarifvertrag ausgelaufen ist. Ich glaube, dass das auch zumutbar ist, so wie andere Gewerkschaften in Tarifgemeinschaft ja auch in der Zeit, in dem der Tarifvertrag ausgelaufen ist, gemeinsam verhandeln, wäre das auch in diesen Betrieben möglich. Und nochmal, unter der Tarifeinheit sind Spartengewerkschaften entstanden und sie werden auch künftig möglich sein. Alle Gewerkschaften werden gleich behandelt nach diesem Gesetzentwurf. Das ist ein wichtiger Grundsatz. Und dass natürlich sich eine Mehrheit im Betrieb durchsetzt, ist eine logische Konsequenz aus den Grundanlagen, aus den Grundfunktionen eines Tarifvertrages heraus. Aber gleich behandelt heißt, dass das wesentliche Recht, was dann auch die kleineren Gewerkschaften möglicherweise haben, nämlich das Streikrecht, ihnen aber dann abhanden kommt. Nein, jede Gewerkschaft hat die Möglichkeit, Mehrheitsgewerkschaft zu werden. Das haben ja, das haben ja auch Spartengewerkschaften in der Vergangenheit sehr wohl bewiesen unter dem Grundsatz der Tarifeinheit. Und ich halte das sehr wohl für möglich, dass das auch in Zukunft passiert. Meine Damen und Herren, dafür gibt es eine Menge Beispiele. Es gibt Beispiele aktueller Art, die seit der Entscheidung des BAG sich ereignet haben. Dass beispielsweise in großen Versicherungsunternehmen plötzlich eine Minderheitsgewerkschaft Mehrheitsgewerkschaft ist. Dass sich Mehrheitsverhältnisse ändern. Gut. Und das haben wir auch in den letzten 2-3 Jahren etwa bei einem solchen Beispiel wie der Bahn erlebt, dass möglicherweise die Minderheitsgewerkschaft in einigen wenigen Betrieben auch Mehrheitsgewerkschaft sein. Wenn man jetzt mal in einem Bild überträgt, wie Ihre Thesen am Anfang waren, dann klang das für mich so, wenn man es auf ein Ärztegespräch übersetzt, Sie als Patient gehen zum Arzt und sagen, ich fühle mich nicht so gut, habe ein bisschen Schnupfen und etwas Kopfschmerzen und der Arzt sagt zu Ihnen, okay, dann machen wir mal eine Chemotherapie. Nein, ich glaube, das wäre das, was ein Eingriff in Streikrecht wäre. Das ist hier bei Weitem nicht geschehen. Wir sind sogar von dem Vorschlag, sage ich noch einmal, den die Arbeitgeber gemeinsam mit den Gewerkschaftsvorsitzenden gemacht haben, ein Stück entfernt. Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Ich sehe hier eine minimalinvasive Vorgehensweise und Therapie für ein Problem, an dem sonst die Tarifautonomie ersticken würde. Deshalb ist das auch medizinisch sachgerecht. Okay, aber Sie haben ja selbst gesehen, dass die sogenannten Tarifgemeinschaften, die Sie fordern, dass sozusagen dieser Einigungszwang entsteht, den haben wir doch heute in der Praxis schon längst so. Es gibt doch funktionierende Tarifgemeinschaften in sehr vielen Bereichen. Ja, aber eben in einigen Bereichen nicht. Und ich glaube, dass man dort durch dieses Gesetz in Zukunft eine höhere Motivation gerade auch der kleineren Gewerkschaft haben wird, die Tarifgemeinschaft zu suchen. Das heißt, Sie nehmen den Sonderfall als Ausgangspunkt, um eine ganz große gesetzliche Keule anzusetzen? Nein, ich nehme den Regelfall als Ausgangspunkt, dass es in dem Betrieb den Grundsatz gibt, ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Das ist der Grundsatzfall und der Regelfall. Und zwar in über 99% aller Betriebe. Ich habe keine Ahnung, wie hoch der Prozentsatz ist, nahezu 100%. Es geht um eine bisher kleine Anzahl von Fällen. Und wir befürchten, dass die Fluglotsen bei Airbus viele Nachahmer finden. Das können morgen der Werkverkehr eines anderen Unternehmens in anderer Form sein. Das können übermorgen IT-Fachleute sein. Und es sind jeweils diejenigen, meine Damen und Herren, die nicht etwa am unteren Ende der Lohnskala sich orientieren, die jetzt neue Spartengewerkschaften gegründet haben beispielsweise in der Versicherungswirtschaft oder im Bereich Feuerwehr, wo eine neue Gewerkschaft entstanden ist. Und ich finde, die gesetzgeberische Einschätzung, hier kommt ein Problem auf uns zu nach Aufhebung der Tarifeinheit, das wir lösen müssen, ist eine sehr realistische Einschätzung, die gesetzgeberisches Handeln tatsächlich auch erfordert. Das heißt, dieses Gesetzesvorhaben, was Sie mit auf den Weg gebracht haben, hat auch eine präventive Wirkung. Ja, ich denke, dass eine Gewerkschaft sich künftig überlegen wird. Versuchen wir jetzt Alleingang oder versuchen wir das hier gemeinsam zu machen? Ich meine, Sie selbst sind in einem Bereich tätig, in dem wir sowas kennen, etwa im Bereich der
Zeitungen, der Zeitungsverlage, haben wir solche Tarifgemeinschaften. Sie funktionieren ausgezeichnet wie in Hunderten von anderen Fällen Jahr für Jahr in der deutschen Wirtschaft. Präventiv war natürlich gemeint auch, dass Sie solche in Anführung kleine Gewerkschaften wie Cockpit, aber auch Beamtenbund und viele andere auch in ihren wesentlichen Grundrechten beeinträchtigen. Also nein. Präventiv in diesem Sinne. Nein, ich glaube, dass Cockpit gar nicht betroffen ist. Wir haben keine, Sie haben mir erklärt, es gibt bei irgendeiner kleineren Fluggesellschaft kollidierende Tarifverträge, okay, aber im großen und wesentlichen Bereich, etwa bei der Lufthansa, gibt es ja keine kollidierenden Tarifverträge, sodass das Gesetz gar nicht zur Anwendung kommt. Haben Sie denn in den vertraulichen Gesprächen mit den Gewerkschaften und den Tarifpartnern auch mal überlegt, wie man diese Sonderfälle, diese brisanten Sonderfälle, was immer natürlich verbunden wird mit GDL und ihren Streikaktivitäten, wie man das auf anderem Wege verändern könnte, außer der Idee, die Sie jetzt vorgetragen haben? Natürlich haben wir das sehr intensiv besprochen, aber weder die Arbeitgeber noch die Mehrheitsgewerkschaften haben es ohne Tarifeinheit im Griff, dass jederzeit irgendeine kleine Gruppe mit hohem Erpressungspotenzial für sich reklamieren könnte, wir jetzt was Eigenes. Wie die 200 Parkplatzanweiser auf dem Frankfurter Flughafen gemeint haben, obwohl für alle 20.000 Arbeitnehmer des Flughafens ein Tarifvertrag wurde. So etwas können Sie nicht verhindern, wenn es keine Tarifeinheit gibt. Und wie erklären Sie sich eigentlich bei dem ganzen Gesetzesvorhaben diesen tiefen Riss der Gewerkschaften? Hatten Sie das so prognostiziert, dass man sich da so uneinig ist? Ja, wir waren uns darüber im Klaren, dass diese Situation so auftreten könnte. Dass kleinere Gewerkschaften Sorgen in diesem Zusammenhang haben, kann ich verstehen, auch wenn sie nicht betroffen sind. Also beispielsweise gehören die christlichen Gewerkschaften zu denen, die heftig protestieren, obwohl sie aus meiner Sicht ebenso wenig betroffen sind wie die meisten anderen kleineren Gewerkschaften. Aber dass diese Debatte erfolgen würde, das war aus meiner Sicht nach dem Urteil des BAG völlig klar. Der frühere Chef von Gesamtmetall, Kangiese, hat immer gesagt, das Wichtigste in dieser ganzen Tarifpolitik ist im Grunde Berechenbarkeit und der sogenannte Frieden, die Ruhe. Und das sei über Jahrzehnte gewährleistet worden in Deutschland. Das sei einer der ganz großen Verdienste, auch der Sozialpartnerschaft, die man natürlich auch kritisch sehen kann, dass das in Deutschland war. Legen Sie jetzt nicht, ob Sie wollen oder nicht, mit diesem Gesetz, und Sie sehen die ganzen Auswirkungen in der politischen Debatte, legen Sie da nicht die Axt an dieses Prinzip? Nein, im Gegenteil. Wir ermöglichen weiterhin dieses Prinzip, weil diese Tarifpartnerschaft, wie Martin Kannegießer, der ja übrigens den Vorschlag gemeinsam mit dem DGB und den anderen Gewerkschaftsvorsitzenden erarbeitet hat und auch dabei war, als das vereinbart wurde, als Vorschlag, richtig sagt, Berechenbarkeit und Friedenspflicht sind zwei unverzichtbare Bedingungen von Tarifautonomie. Und deshalb glaube ich, dass das Funktionieren der Tarifautonomie davon abhängt. Und nochmal, wir sind eben Anhänger der Tarifpartnerschaft, die ja auch in der Wirtschaft nicht immer völlig unumstritten war und ist. Und wir glauben, dass gerade unter diesem Gesichtspunkt der Erhaltung der Zukunftsfähigkeit von Tarifautonomie eine solche gesetzliche Regelung unentbehrlich ist. Aber schauen Sie die Praktikabilität. Man muss ja heutzutage nicht unbedingt offenlegen, dass man Gewerkschaftsmitglied ist. Wie wollen Sie das regeln, wenn in einem Betrieb etwa zwei gleich große Tarifpartner aktiv sind? Wie wollen Sie das überhaupt ausmessen, wer dann die stärkste Mehrheitsgewerkschaft ist im Zweifel? Das bringt ja nach Aussagen von den Praktikern vor Ort Riesenprobleme. Der Gesetzentwurf sieht dafür ein Verfahren vor. Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist, weil in den Fällen, die Sie gerade benennen, also die Mehrheitsverhältnisse sind vielleicht 51 zu 49 oder 49 zu 51 und keiner weiß das genau, bin ich fest davon überzeugt, wird es diese Fälle gar nicht geben. Die Fälle entstehen, wo es um 200 gegenüber 20.000 gibt, bei den Parkplatzanweisern in Frankfurt, und wo es um 20 gegen 12.000 bei Airbus geht. Das sind die Fälle, um die es geht. Also im Grunde für Sie eine Güterabwägung. Sie sagen, Sie wollen das größere Übel abwenden, indem Sie ein bisschen auch, sagen wir mal, Streikrechte und andere Gewerkschaftsrechte mitschleifen. Das lässt sich nicht anders verhindern. Ich finde die Frage unfair. Ich habe Ihnen erklärt, warum aus meiner Sicht das Streikrecht nicht berührt ist, es gibt geschweige denn eingegriffen ist. Ich bin einverstanden damit, dass Sie Fragen wiederholen, aber ich verzichte jetzt mal auf die Wiederholung der Antwort. Naja, andererseits, das ist nicht eine unfaire Frage, sondern das ist eine zugespitzte Frage. Die haben Sie aber schon zweimal gestellt. Ja, ich habe zweimal versucht zu beantworten, sollte ich Ihren Erwartungen an die Antwort nicht entsprochen haben.
Aber Herr Dr. Göhner, Sie kennen ja aus Tarifverhandlungen die alten Grundsätze, die Wiederholung ist die Mutter der Pädagogik. Und das ist in dem Fall ist es eine so wichtige Frage, sodass ich die Austapezierung Ihrer Antwort durchaus noch einen gewissen Erkenntnisgewinn damit verbunden hätte. Solche Wiederholungen führen auch bei Tarifverhandlungen zu keinem Erfolg. Ja, zu Erfolg, stimmt. Die wichtigsten Ergebnisse gibt es nach 12, aber die Zeit haben Sie nicht. Trotzdem, Sie wissen, was ich meine. Und weil Sie haben ja den wesentlichen Punkt, der jetzt etwa von Gewerkschaftsseite oder von anderen Akteuren in der Politik genannt wird, haben Sie ja in Ihrem Referat, in Ihren Ausführungen ziemlich knapp gehalten. Deshalb finde ich es legitim, nochmal nachzufragen. Aber lassen wir das, wenn es nicht weiterführt. Wie schätzen Sie es denn politisch ein? Weil wir haben jetzt doch die Sondersituation, dass alle Akteure, sowohl in der großen Koalition, unglaublich schweigsam sind bei dem Gesetz. Keiner pusht das und alle sind so ein bisschen stickum und verkriechen sich in die Ecke. Woran liegt das, dass man diese Errungenschaft sozusagen dieses Gesetzes, diesen gigantischen Fortschritt nicht mehr politisch kommuniziert? Das kann ich nicht erkennen, dass das so verläuft. Im Gegenteil, ich finde, dass die Bundesregierung klar Position bezogen hat. Die Bundesarbeitsministerin hat mehrfach in öffentlichen Debatten dazu Stellung genommen. Und was man nicht übersehen darf, die derzeitigen Koalitionsparteien, alle drei, CDU, CSU und SPD, haben das in ihren Wahlprogrammen angekündigt. Sie haben es im Koalitionsvertrag nach intensiven Gesprächen mit allen Gewerkschaften so noch einmal verankert und setzen das deshalb jetzt in Form dieses Gesetzentwurfs um. Ich finde, dass das ein normaler politischer Verlauf ist. Die Koalitionsparteien tun jetzt, was sie vor der Wahl angekündigt haben. Ich finde das einen ganz natürlichen Prozess. Sie haben schon angedeutet, Bundesverfassungsgericht, Bundesarbeitsgericht, wie ist Ihre Prognose? Werden die das kassieren, variieren? Wie schätzen Sie das ein? Sie kennen ja die Landschaft ganz gut. Nein, dieser Gesetzentwurf hat keine verfassungsrechtlichen Risiken. Er hat nur eine Regelung, nämlich die Auflösung einer Tarifkollision. Und wenn Sie kollidierende Tarifverträge haben, müssen Sie entscheiden, welchen Sie anwenden wollen. Wenn wir das ohne Gesetz machen würden, würde das für die Beteiligten viele, viele Probleme hervorrufen und wahrscheinlich mehrere Jahre brauchen, bis man neue gesetzesgleiche Kriterien durch Rechtsprechung hat. Und ich finde es naheliegend, dass der Gesetzgeber schon aus diesem Grunde handelt und sagt, wie der Ausnahmefall einer Tarifkollision gelöst wird. Und mehr regelt dieser Gesetzentwurf gar nicht. Das kann man durchaus kritisch sehen, dass er nicht mehr regelt. Aber man muss jedenfalls zur Kenntnis nehmen, was drinsteht. Die meiste Kritik, die ich daran gehört habe, etwa im Zusammenhang mit verfassungsrechtlichen Diskussionen, geht schon deshalb daran vorbei, weil es am Gesetzentwurf vorbeigeht. Da ist eben wirklich nur der Paragraph 4a, der die zentrale Regelung zur Auflösung von Kollisionen. Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, es wird eigentlich nur in dem Gesetz ein Ausnahmefall geregelt, der aber gigantische Folgewirkungen hat. Ja, ich glaube, dass wenn man diese Ausnahmefälle zulassen würde, ein weiteres Einreißen erfolgen wird. Natürlich haben wir sehr wohl beobachtet, dass einige, vor allem auch neue Spartengewerkschaften, zunächst zurückhaltend agieren. Wir wissen auch, dass es da gewisse Absprachen auf Seiten der Gewerkschaften gegeben hat. Das ist schon legitim nach dem Motto, wir warten erstmal das Gesetzgebungsverfahren ab. Aber wir wissen auch, dass entsprechende Vorbereitungen getroffen sind. Und die ersten Fälle, die wir erlebt haben, zeigen uns, ohne Tarifeinheit sind kleine Gruppen eines Betriebes mit großem Erpressungspotenzial offenbar ermuntert, Sonderregelungen für sich herauszuholen, Rosinenpicken durch, wie ich sage, Missbrauch von Tarifautonomie zu betreiben. Das geht jeweils zu Lasten der Gesamtbelegschaften und natürlich zu Lasten des Gesamtunternehmens. Wird in Ihren Kreisen, also wenn Sie strategisch diskutieren, bei den Arbeitgebern auch der Kollateralnutzen für Sie besprochen? Dass Sie zum Beispiel sagen, dass die Tarifpartner, die Gewerkschaften durch die Spaltung, die wir jetzt haben, durch die massiven Konflikte zwischen den zwei großen Gewerkschaften, dass Ihnen in Anführung das am Ende nutzt? Ja, also ich bin davon überzeugt, dass die Tarifautonomie einer der wesentlichen Standortvorteile für die deutsche Wirtschaft ist. Und wenn wir eine Gesetzgebung machen, mit der diese Tarifautonomie zukunftsfähig gehalten wird, dann dient das selbstverständlich den Interessen auch der Wirtschaft. Ich glaube, dass wir hervorragende Erfahrungen mit der Tarifautonomie in Deutschland gemacht haben. Und ich meine damit nicht nur, aber auch die Erfahrung etwa in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, 2009. Dass es dort durch ein gezieltes Zusammenwirken
von Tarifpartnern, Betriebspartnern und Gesetzgeber gelungen ist, aus dieser handfesten Krise besser rauszukommen als jedes andere Land dieser Welt, ist ein Erfolg der Tarifpartnerschaft. Das war mit Zumutungen verbunden, klappte und funktionierte nur, weil es Gewerkschaften gab, die jeweils für die ganzen Betriebe Verantwortung übernommen haben und übernehmen konnten und nicht der Auseinandersetzung von Einzelinteressen unterworfen waren und deshalb gemeinsam handeln konnten. Und das, was die Gewerkschaften und die Arbeitgeber seit Anfang des letzten Jahrzehnts betrieben haben, nämlich eine wesentliche Modernisierung der Tarifverträge, einerseits mit mehr Flexibilität, aber andererseits eben auch unter Berücksichtigung der Produktivitätsentwicklung in unserem Lande. Das hat uns ermöglicht einen Beschäftigungsrekord. Ich glaube, dass mehr als alles andere in den letzten anderthalb Jahrzehnten diese sehr produktive Entwicklung der Tarifpartnerschaft Grund dafür ist, dass wir noch mal besser dastehen als jede andere Wirtschaftsnation der Welt. Wirtschaftlich und sozial. Sozialstandards wie Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit wie Sicherheit und Zusatz an Beschäftigung, Sicherheit von Beschäftigung und Zuwachs an Beschäftigung. Das zu erhalten, das ist, finde ich, aller Anstrengung wert. Und deshalb setzen wir uns so für eine zukunftsfähige Tarifautonomie in Deutschland ein. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Nur eine Sache, wir wollten eigentlich ein Pro und Contra machen. Herr Däubler, Sie haben sich sehr intensiv mit Gutachten beschäftigt. Ich muss aber eine Frage daran stellen, als kleine Gewitt, und dann dürfen Sie weg. Einzige, weil ich fürchte von ihm wie beim Zeiträtsel, dass er die Schlussfrage, die pointierte Frage hat. Welche Frage hätten Sie ganz knapp an ihn? Und dann sind Sie entlassen. Wir sind ja froh, dass Sie überhaupt die halbe Stunde sind. Da gäbe es unendlich viele Fragen, die das man Wichtigste von mir. Das ist gemein, dass ich nur eine stellen kann. Ja. Also, wie erklären Sie sich eigentlich, dass auch in einem System der Tarifpluralität, was wir seit 2010 haben, die Welt nicht untergegangen ist. Und genau das, was Sie hier an die Wand malen als schreckliches Szenario, nicht eingetreten ist. Wir leben gut mit der Tarifpluralität, wie sie das BAG 2010 entschieden hat. Wo haben Sie da die Bedenken? Nein, wir leben nicht gut damit, überall dort, wo diese Tarifpluralität die Exzesse gezeigt hat. Für mich waren Frankfurter Flughafen und Airbus Exzesse. Die werden Schule machen, wenn der Gesetzgeber nicht handelt. Und deshalb glaube ich, muss unter dem Gesichtspunkt der Zukunftsfähigkeit, sage ich noch einmal, der Vorsorge für eine zukunftsfähige Tarifautonomie auch gehandelt werden. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich glaube, für Sie wäre es heute spannender, hier zu sein, als auf der Autobahn. Wir haben eine lange Fahrt. Trotzdem danke für Ihre Zeit und für Ihre Klärungsenergie. Wir haben einiges verstanden. Die Ausgangslage wird unterschiedlich von zwei Akteuren eingeschätzt. Gute Reise. Aber danke. Sie glauben gar nicht, wie spannungsreich es in Ludwigshafen sein wird. Vielen Dank. So. Sie haben ja mitgekriegt schon durch die Begrüßung, dass wir ein bisschen improvisieren müssen. Das liegt daran, wenn man auch mit prominenten Rednern arbeitet. Das liegt auch später daran, dass der Ministerpräsident dieses Bundeslandes auch involviert wird und mitdiskutiert möglicherweise. Deshalb haben wir umstellen müssen. Vielen Dank, Herr Däubler, dass Sie sich darauf eingelassen haben. Aber die letzte Frage hat ja Ihnen schon gezeigt, dass man einfach in der Ausgangslage schon ganz unterschiedliche Positionen hat. Wir haben jetzt die Möglichkeit von ihm als Gutachter, als ein alter Fuchs des Arbeitsrechts, kann man glaube ich sagen, der mit allen Wassern gewaschen ist, zu hören, wie seine Gegenposition ist. Er wird so ungefähr 15 Minuten in gleicher Pointierung in das verraten und dann gibt es die weitere Auseinandersetzung dazu. Bitte schön, Herr Däubler. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, 15 Minuten ist für so ein Thema natürlich extrem wichtig. Ich will über drei Dinge reden. Einmal über den genauen Gesetzesinhalt, der bislang nicht deutlich genug Ausdruck kam. Dann über die verfassungsrechtliche Seite und dann über die politischen Folgen. Der Gesetzentwurf sieht vor eine Regelung der Tarifkollision. Was bedeutet Tarifkollision? Für eine Gruppe von Beschäftigten gibt es Tarifverträge mit zwei Gewerkschaften. Schon das wird als Tarifkollision angesehen, obwohl die Tarifverträge ja an sich nur für die jeweiligen Mitglieder gelten. Und es ganz wenige Personen gibt, die gleichzeitig in zwei Gewerkschaften sind. Aber das ist also Tarifkollision. Und in dieser Situation der Tarifkollision
haben nun die Tarifverträge der Gewerkschaft, die mehr Mitglieder im Betrieb hat, den Vorrang. Die anderen kommen nicht mehr zur Geltung. Wichtiger Punkt, die haben auch dann den Vorrang, wenn viele Gegenstände gar nicht angesprochen sind. Also eine Mehrheitsgewerkschaft, sagen wir mal CGM mit Zufallsmehrheit, macht einen Lohntarif. Und dann sind die ganzen IG Metall-Tarife nicht nur über die Lohnhöhe, sondern auch die Rahmentarife, der Manteltarif und alles weg. Die sind dann nicht mehr existent. Das ist die Konsequenz dieser angeblichen Ordnungsfunktion dieser Regelung. Die Minderheitsgewerkschaft kann faktisch dort, wo sie Minderheit ist, nicht mehr streiken, denn kein Arbeitsgericht wird sagen, ein Streik für einen Tarifvertrag, der sowieso nicht zur Anwendung kommt, ist legal, sondern ein solcher Streik ist natürlich unverhältnismäßig. Ganz abgesehen davon, dass ich mir vorstelle, wie das wohl aussieht in der Praxis, wenn man die Kollegen, die Mitglieder einer Gewerkschaft und ihre Sympathisanten auffordert, nun streikt mal doch schön, das ist nicht von mir, aber stand hier. Jetzt geht er wieder, ja, ist gut. Also, jedenfalls sagt man da den Mitgliedern, jetzt streikt mal schön, ja. Allerdings können wir euch nicht versprechen, dass irgendwas dabei rauskommt. Das ist ja reiner Zynismus. Das heißt, eine solche Gewerkschaft wird es nicht geben und wenn es es gibt, da ist sie blöd, die wird keine Mitglieder finden, ja, die unter solchen Bedingungen noch irgendwie streiken. Maßgebend ist der Betrieb. Was ein Betrieb ist, bestimmt sich nach den Regeln der Betriebsverfassung, ist insoweit okay. Aber man muss sehen, der Arbeitgeber kann durch organisatorische Maßnahmen den Betrieb so zuschneiden, dass die von ihm geschätzte Gewerkschaft dort eine Mehrheit hat und die von ihm nicht geschätzte Gewerkschaft die Minderheit. Er hat auch die Möglichkeit, gar nicht umzustrukturieren, sondern einen Tarifvertrag nach § 3 Betriebsverfassungsgesetz zu schließen, mit genau dem gleichen Inhalt. Also die Freunde sollen Mehrheit werden und die Nichtfreunde sind dann eben in diesem Bereich Minderheit. Sollte sich da was ändern, kann man ja einen neuen Tarifvertrag schließen, wo dann vielleicht irgendwie die Chancen der bisherigen nicht mehr Mehrheit wieder besser sind. Also, der Arbeitgeber kann beeinflussen, wer da Verhandlungspartner auf der anderen Seite ist. Merkt euch das, das ist verfassungsrechtlich ganz wichtig. Dann hat man ein Problem nicht nur mit dem Betriebsbegriff, sondern auch mit der Bestimmung der Mehrheit. Da kann man nun unendlich viel Fantasie entwickeln, was so ein armer Notar machen soll, wenn er jetzt feststellen soll, ob die Liste, die eine Gewerkschaft, die behauptet, Mehrheit zu sein, ihm gibt, ob die stimmt oder nicht. Er muss im Prinzip alle Leute anrufen. Er wird aber nicht alle erreichen. Und er wird auch Leute am Apparat haben, die ihm sagen, wir geben keine Auskunft über unsere Gewerkschaftsmitgliedschaft. Warum sollte ich? Es gibt keine Verpflichtung, sowas zu tun. Dann hat man zum Beispiel das Problem, was ist mit den Leiharbeitnehmern, die für längere Zeit im Betrieb tätig sind. Wenn sie für mehr als 3 Monate vorgesehen sind, haben sie ihr Wahlrecht nach der Betriebsverfassung. Zählen die eigentlich mit, wenn es um die Anzahl der Gewerkschaftsmitglieder geht? Was ist mit Karteileichen? Was ist mit Personen, die ihre Mitgliedschaft auf etwas atypische Form erworben haben? Also ich bin Mitglied von Verdi und habe eine Anschlussmitgliedschaft in der IG Metall. Und die habe ich in der Weise erworben. Ich war beim Thomas Händel in Fürth und da hat sich eine Willensbildung herauskristallisiert, es wäre ganz gut, ich wäre Anschlussmitglied in der IG Metall. Daraufhin haben wir also meine Daten eingegeben in den Computer in der Verwaltungsstelle. Und dann kam die Antwort, Annahme, Aufnahme, verweigert, Begründung zu alt.
Ich war damals 66 und offensichtlich ging der IG Metall Computer davon aus, dass man auch in höherem Alter nicht mehr zu neuer und besserer Erkenntnis in der Lage ist. Und dann habe ich mir gesagt, das ist jetzt keine praktische Frage, sondern da muss man praktische Intelligenz entfalten. Dann habe ich mich einfach 10 Jahre jünger gemacht, erneute Eingabe, 10 Jahre jünger, habe mir vorher als Jurist überlegt, ist kein Betrug, weil ich kriege dadurch keine extra vermögenswerten Rechte, sondern es ist im Grunde eine Art von aufgedrängter Bereicherung. Ja, und da war ich also 10 Jahre jünger und dann bin ich mit herzlichem Willkommen als Anschlussmitglied aufgenommen worden. Frage, würde ich da eigentlich mitzählen bei der IG Metall? Ja, ist natürlich, wenn man es weiß, eine durchaus für einen juristischen Beitrag erörterungsbedürftige Frage. Also, da hat es unheimlich viele Schwierigkeiten. Wie ist die verfassungsrechtliche Seite? Die Minderheitengewerkschaft kann keine Tarifverträge, die wirksam sind, mehr schließen und deshalb aller Voraussicht nach auch keinen Streik mehr für solche Tarifverträge durchführen. Sie ist also, wenn man so will, als Gewerkschaft in unserem System auf Null gebracht. Sie wird zum Bittsteller. Das gilt insbesondere dann, wenn diese Gewerkschaft nur bestimmte Gruppen von Beschäftigten organisiert, die in den Betrieben üblicherweise Minderheit sind. Das Grundgesetz lässt es aber zu. Das Grundgesetz sieht in Artikel 9 Absatz 3 vor, dass man Organisationen unterschiedlichen Zuschnitts bilden kann. Das ist eine Freiheit, das ist ein Freiheitsrecht. Und man kann also nicht bestimmte Organisationen bestrafen, weil sie beispielsweise nur bestimmte Kategorien von Beschäftigten organisieren. Wer also in der Minderheit ist, auch deshalb, weil er nur eine bestimmte Gruppe von Beschäftigten organisiert, hat keine Möglichkeit mehr, Tarifverträge zu schließen, hat keine Möglichkeit mehr zu streiken. Das ist ein eindeutiger Eingriff in die Koalitionsfreiheit. Es steht gewissermaßen kurz vorm Gewerkschaftsverbot. Da bleibt dann nicht mehr viel übrig. Nun sind wir natürlich vor Gericht und auf hoher See in Gottes Hand. Und man kann sich natürlich auch vorstellen, dass das Bundesverfassungsgericht sich sagen wird, versuchen wir doch mal eine verfassungskonforme Auslegung. Da könnte man sich nämlich Folgendes denken. Es steht nirgendwo in Stein gemeißelt, dass man nur für tarifliche Ziele streiken darf. Das Bundesarbeitsgericht hat in 2 Entscheidungen die Frage in jüngerer Zeit ausdrücklich dahinstehen lassen. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, Artikel 9 Absatz 3 garantiert jedenfalls das Recht zu streiken für den Abschluss von Tarifverträgen. Was es darüber rausgibt, hat es offen gelassen. Also auch da ist durchaus eine Chance. Und nun könnte man sich vorstellen, dass beispielsweise das Gericht sagt, ist ja alles nicht so schlimm, die können ja dann für andere als tarifliche Ziele streiken, zum Beispiel für eine Zusage des Arbeitgebers, die Löhne um 5% zu erhöhen oder die Arbeitszeit zu verkürzen oder was auch immer. Man braucht nicht notwendigerweise die Form des Tarifvertrags. Das ist übrigens die Lösung, die man in vielen anderen Ländern hat, wo auch zum Beispiel in Frankreich an sich nur der Mehrheitstarif gilt. Ja, wo aber die Minderheitsgewerkschaft natürlich, weil dort das Streikrecht ein offen anerkanntes Menschenrecht ist, auch das Recht hat, zu streiken für andere als tarifliche Ziele. Es wäre also denkbar, dass sowas rauskommt, und nun ist Herr Göhner leider nicht mehr da, aber ich könnte mir sein Gesicht vorstellen. Ja, wenn also Karlsruhe sagt, man kann auch für andere als tarifliche Ziele streiken, das ist eine Folge dieses Gesetzes. Das erklären wir hiermit. Wäre doch eigentlich eine schöne Perspektive. Abgesehen davon, das Ministerkomitee des Europarats hat schon im Jahr 1998 die Bundesrepublik mit 2/3 Mehrheit verpflichtet, ihr Arbeitskampfrecht zu ändern.
Und zwar in der Weise, dass auch eine Gewerkschaft auch für nicht tarifliche Ziele soll streiken können. Es wäre also für das Verfassungsgericht bei einer verfassungskonformen Interpretation sogar sehr schön. Sie könnten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Sie könnten sagen, naja gut, dann haben wir eben auch unsere völkerrechtlichen Verpflichtungen insofern noch erfüllt. Wir müssen ja, so das Bundesverfassungsgericht, das Grundgesetz auch völkerrechtskonform auslegen. Wir haben das Prinzip einer völkerrechtsfreundlichen Interpretation des Grundgesetzes. Und das kommt durchaus in Betracht. Aber zurück zu anderen, weniger hypothetischen Fragen. Die Tatsache, dass der Arbeitgeber die Einheit bestimmen kann, wo die Mehrheit definiert wird, ja, bedeutet natürlich einen drastischen Eingriff und Einfluss auf die Zusammensetzung des Gegenspielers. Und man ist bei der Gegnerfinanzierung ungeheuer empfindlich. Also man sagt, die Gewerkschaft darf mit Schulungen nach 37.6 niemals Gewinn machen, sonst wäre es ja eine Gegnerfinanzierung. Also die Arbeitgeber würden ja dann die Gewerkschaft bezahlen. Das ist man sehr streng. Seien wir doch hier auch mal streng. Es geht doch nicht, dass man in die Struktur des Verhandlungspartners eingreifen kann. Das verstößt gegen Artikel 9 Absatz 3 Grundgesetz. Und dann ist es natürlich auch unverhältnismäßig, wenn man sagt, dass schon ein kleiner Tarifvertrag der Mehrheitsgewerkschaft all das gegenstandslos macht, was eine andere Gewerkschaft über völlig andere Gegenstände vereinbart hat. Da kann man nur beim besten Willen nicht mehr sagen, dass das eine wirkliche Kollision sei, ein Widerspruch, der aufzulösen sei. Überhaupt nicht, sondern das ist ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Koalitionsfreiheit. Politische Konsequenzen, mein dritter Punkt. Es kann zu einer Durchlöcherung des Flächentarifs kommen. Ich stelle mir vor, im Metallhandwerk gibt es da und dort leitende Angestellte, die einigen Beschäftigten sagen, CGM ist doch eigentlich ein prima Verein. Und dann ergibt eine kleine Volkszählung im Betrieb, CGM hat 12 Mitglieder, die IG Metall aber bloß 8. Weg sind die Metalltarife, es gilt dann CGM. Das kann auch in anderen Bereichen passieren. Es kann Fälle geben in Krankenhäusern und so weiter mit sehr unterschiedlichen Mehrheiten. Und da ist dann plötzlich der Flächentarif durchbrochen. Also ich kann mich nur wundern, wie eine große Organisation, eine ganz große, überhaupt nicht wahrnimmt, was da für ihre eigenen Flächentarife droht. Das, im Metallhandwerk ist es nicht so wie bei VW, wo klar ist, wer die Mehrheit hat. Und es ist ja auch gut so, dass sie da die Mehrheit haben. Ja? Sondern da ist es ganz anders und da kann es passieren, dass auf diese Art und Weise die Flächentarife systematisch kaputt gemacht werden. Dann hat mich ein bisschen gewundert, was Herr Göhner gesagt hat über die Tarifgemeinschaften. Also es gibt im öffentlichen Dienst zum Beispiel zwischen der Tarifunion und Verdi oder GEW eine ganze Menge an gut funktionierenden Tarifgemeinschaften. Wenn nun das Mehrheitsprinzip gilt und die beiden Gewerkschaften sind sich nicht einig, wie kann man sich dann so einen Einigungsprozess vorstellen? Bisher gibt es die Möglichkeit, jeder kämpft für sich. In Zukunft wird der, der die Mehrheit hat, sagen, also lieber Freund, ja, wenn du anderer Auffassung bist, ist es ja dein gutes Recht, aber notfalls bestimmen wir, wo es lang geht. Also das ist plötzlich eine Tarifgemeinschaft mit großer Schlagseite. Ja. Hier ist so getan worden, als wären die Tarifgemeinschaften eine prima Sache, sind sie auch, aber als würden die gefördert durch dieses Gesetz. Im Gegenteil. Das Gesetz macht die Tarifgemeinschaften im Prinzip kaputt, weil es die Möglichkeit gibt, also der Mehrheit die Minderheit jeweils an den Rand zu drücken.
dann wird es in etlichen Betrieben ein gewisses Gerangel um die Mehrheit geben, was dem Betriebsfrieden nicht besonders förderlich ist, sollte eigentlich eine Sorge von Herrn Göhner sein. Ja, ist nicht so unbedingt meine, aber auch das sollte man als Konsequenz natürlich sehen. Und schließlich muss man ja auch noch mal an eines denken. Also mich ärgert immer diese Polemik gegen den Streik. Wir sind ein so streikarmes Land in der Bundesrepublik, ja, dass es ganz gut ist, wenn hin und wieder auch mal gestreikt wird. Das ist ein Grundrecht und Grundrechte sind dafür da, dass man sie ausübt und nicht bloß in den Schrank setzt. Und deshalb also ist es Quatsch, das Streikrecht zu verteufeln und dann also die Vorfeldlotsen als Parkplatzwächter zu bezeichnen und dann außerdem also beispielsweise nicht die Parallele zu ziehen, dass eine relativ kleine Gruppe von Kontrolleuren, von Personenkontrolleuren am Flughafen das ja auch machen kann. Ja? Und es war immer so, dass eben bestimmte Beschäftigte in einer großen Organisation Druckpotenzial hatten und andere haben es nicht. Früher zu Heinz Klunkers Zeiten waren das die Straßenbahner und die Müllwerker. Die haben auch extra was dafür gekriegt und die haben gestreikt und das Grundbuchamt hat nicht gestreikt. Ja, das war völlig klar. Und ich habe mal in einer internen Diskussion mit dem Vorstand der Gewerkschaft der Flugsicherung, habe ich mal gesagt, ihr seid eigentlich die Müllmänner des 21. Jahrhunderts. Und da gab es eine kleine Schrecksekunde, weil man das ja nicht so spontan versteht. Aber dann haben sie es verstanden und waren eigentlich durchaus der Auffassung, ja, das sind wir gern. Wir haben keine Probleme, da die Speerspitze zu sein. Das würden wir auch in der Einheitsgewerkschaft machen, klar. Aber wir sind sehr schlecht behandelt worden damals, als die GDF sich gegründet hat. Und deshalb sind wir eben jetzt eine eigene Organisation. Ja? Aber dass die, die Verweigerungspotenzial haben, also im Vordergrund stehen und davon auch Gebrauch machen, das war schon immer so. Das ist keine spezielle Frage der Vorfeldlotsen oder irgendeiner anderen kleinen Gruppe. Gott sei Dank gibt es ja diese Gruppen, sonst würde nämlich insgesamt überhaupt nichts rauskommen. Und nebenbei gesagt, Egoismus bei der Flugsicherung gibt es nicht nur einen Tarifvertrag für Fluglotsen, sondern es gibt auch einen Tarifvertrag für die Verwaltungskräfte der deutschen Flugsicherung. Das ist ein ganz prima Tarifvertrag. Also wenn ihr mal richtig down seid, auf dem Hund, es kommt nichts Gutes raus bei der Tarifpolitik, dann guckt euch den Tarifvertrag an, das schafft wieder Mut. Ja? Wirklich, das ist so schön, das ist so, wie wenn man als Jurist die portugiesische Verfassung liest. Ja, und die dort enthaltenen sozialen Grundrechte, das ist ganz fantastisch. Also das kann einem richtig gut tun. So, das sollte man auch mal sehen und diese Verwaltungskräfte sind alle keine Fluglotsen. Ja? Das sind ganz andere Leute und es ist auch von der Mehrheit her ungefähr so, man hat 1800 Fluglotsen und über 3500 sonstige Mitarbeiter. Ja? Und die 1800 Fluglotsen haben dafür gesorgt, dass die anderen auch einen prima Tarifvertrag gekriegt haben. Also von wegen keine Solidarität in diesem Bereich. So, jetzt will ich aber Schluss machen, denn ich habe den Eindruck, ich habe viel länger als eine Viertelstunde geredet, aber da kein Überraschungsgast gekommen ist und es auch keine Proteste gab von der Tagungsleitung, habe ich mir gesagt, rede ich einfach weiter. Ja. Wird schon was kommen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Aber es gibt ja auch mal Ausführungen, wo kein Wort zu viel ist und keine großen Wiederholungen sind. Von daher hat es ja gelohnt und es war, glaube ich, in schwäbischer Gemütlichkeit und Gelassenheit wurde ein hochkompliziertes und heißes Thema verarbeitet. Und manchmal haben Sie ja auch kleine semantische Weichmacher eingebaut, die wir jetzt noch vertiefen können. Weil ich würde gerne manches noch besser verstehen, was Sie vielleicht erklären können, weil Sie ja so ein bisschen so ein wandelnder Vermittlungsausschuss sind im Arbeitsrecht und für alle Verständnis haben. Bei dem, was Herr Göhner sagte, ist mir nicht ganz klar geworden, ist das, was er sagt, auch gemeint und ist das, was er meint, auch gesagt. Vielleicht können Sie das ein bisschen lüften, weil Sie ja die Gutachten geschrieben haben, sich über jedes Detail auskennen.
Glauben Sie, um es mal zuzuspitzen, dass Herr Göhner und andere, die dieses Gesetz mit auf den Weg gebracht haben, glauben Sie, dass Herr Göhner und andere nur diesen Sonderfall, den er beschrieben hat, diesen Exzess regeln wollen? Oder ist Ihre Auffassung aus dem, was er gesagt hat, steckt dahinter der große politische Wurf, ich sage mal zugespitzt, auch der Schwächung der Tarifpartner, der Gewerkschaften? Was ist Ihre Auffassung? Gibt es eine Architektur dieses Plans oder ist das nur hineininterpretiert? Also meine Auffassung ist, wenn ein Sprecher einer politischen Organisation wie der BDA Erklärungen abgibt, dann darf man die grundsätzlich nicht wörtlich nehmen. Sondern man muss sich überlegen, dass es rollenkonformes Verhalten gibt. Und wer das rollenkonforme Verhalten nicht beherrscht, der fliegt da relativ schnell raus. Also das muss man können. Das ist eine spezifische Eigenschaft, wenn man also Geschäftsführer ist, Hauptgeschäftsführer einer Arbeitgebervereinigung oder wenn man Gewerkschaftsvertreter ist oder was auch immer, da muss man gewissermaßen rollenspezifisch gut funktionieren. Das mal als Erstes. Das Zweite ist folgende, die tatsächliche Interessenlage kriegt man am besten raus in Vier-Augen-Gesprächen, wobei ich mit der Arbeitgeberseite solche Gespräche nicht führen kann, dafür ist mein Ruf zu schlecht. Aber ich kann Gespräche führen mit Leuten, die ihrerseits das Ohr der Arbeitgeberseite haben. Und dann kriegt man schon einiges raus. Und die Situation, die zu dem Entwurf 2010 geführt hat, war die, dass man effektiv Angst hatte, dass die Spartengewerkschaften immer stärker werden und dass die Spartengewerkschaften sich nicht so zähmen lassen, wie das bei den großen DGB-Gewerkschaften der Fall ist. Aus meiner Sicht sind die großen Gewerkschaften umfassende Sozialpartnerorganisationen, die natürlich was tun für ihre Mitglieder, klar. Es wäre ja schlimm, wenn wir sie nicht hätten. Aber sie tun das alles, ich sage es jetzt mal schwäbisch, mit Maß und mit Ziel und unter Wahrung des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Und ja, nicht die andere Seite zu sehr vor den Kopf stoßen. Nur als kleines Beispiel. Ja, man hat nie erwogen in einer großen Organisation, das zu machen, was man in ganz Europa eigentlich praktiziert als Gewerkschaft, nämlich auch mal einen Streik ohne Streikunterstützung in Erwägung zu ziehen. Die Spartengewerkschaften haben es zum Teil gemacht, in Frankreich, in Spanien und so weiter ist das allgemein üblich. Hier sagt man, ja, also 116 AfG, heute 160 SGB III, würde dazu führen, dass die Leute massenhaft aus der Gewerkschaft austreten. Dieses können wir nicht in Kauf nehmen. Man hat nie die Mitglieder gefragt, ob sie wirklich massenhaft auftreten würden. Hat man nie gefragt. Und das hängt natürlich damit zusammen, im Grunde genommen ist der 116 gar nicht so unwillkommen, weil er einen Grund dafür gibt, ein Argument dafür gibt, es schön beim Status quo zu belassen, ja, mit Maß und mit Ziel wird also ein bisschen was verlangt und auch durchgesetzt. Und jetzt kommen plötzlich diese neuen Organisationen und richten sich nicht nach diesem Grundsatz. Ja? Die Fluglotsen verlangen das wieder, was Verdi vorher aufgegeben hatte. Oh, und die kann man auch nicht einfach zähmen, indem man sagt, also ihr seid dann nicht mehr richtig anerkannt, wenn ihr aus dieser Sozialpartnerschaft ausbrecht. Und das hat zu einem Überlegungsprozess bei den Gewerkschaftsführungen geführt, genauso wie auf Arbeitgeberseite. Und dann kam in geheimen Gesprächen dieser damalige Entwurf zustande, wobei die geheimen Gespräche ja den Vorzug haben, dass man am besten erfährt, was da wirklich passiert.
Ja, also da ist sehr viel intern dann aber abgeschlossen und beschränkt auf bestimmte Leute gemacht worden. Und es soll sogar in einer Gewerkschaft passiert sein, dass die Person im Vorstand, die für Tarifpolitik zuständig ist, also erst aus der Zeitung von dieser Einigung mit den Arbeitgebern erfahren hat. Gut, also das nur dazu, die Absicht war, sich also abzusprechen. Dadurch in der Richtung, dass die anderen gewissermaßen als Störenfriede möglichst marginalisiert werden. Okay. Wenn man jetzt diesem Gedanken folgt, dass sozusagen Leute wie Herr Dr. Göhner rollenkonform verhalten, dann kann man doch im Grunde sehen, dass dieses ganze Gesetz jetzt, diese Entwicklung, die Genese von dem Tarifeinheitsgesetz aus Sicht der Arbeitgeber, der Unternehmer, ein genialer strategischer Entwurf ist. Würden Sie das teilen? Ist die Genialität angelegt? Sie können sich zurücklehnen, Sie können sagen, das will die Große Koalition, Sie sind nicht beteiligt, haben sogar noch große Gewerkschaften im Boot. Ist das diese Genialität? Weil die Folgeschäden können ja sehr erheblich sein. Würden Sie diese Genialität bestätigen oder sehen Sie das eher als so eine Art Chaoszufall der Politik? Also ich würde im Prinzip aktuell das durchaus bestätigen. Nur ist es auch für die Arbeitgeberseite eine sehr riskante Geschichte. Denn nehmen wir mal an, das, was ich gerade so erzählt habe, über die Funktion der Gewerkschaft in unserer Gesellschaft, würde mehr Zustimmung finden. Könnt ihr ein bisschen lauter sprechen? Würde mehr Zustimmung finden. Ja? Es würde immer mehr Leute geben, die sagen, das, was sich in Verdi vollzogen hat, war eigentlich richtig. Dann hat man plötzlich andere Gegner, was ich Herrn Göhner nicht wünschen kann. Ich habe schon heute immer das Gefühl, wenn ich auf der unteren Ebene mit Metallern rede, da sind die auch nicht dafür. Ja? Sondern das ist eine Frage, auf welche Ebene ich mich begebe. Auch auf sehr hoher Ebene sind die Juristen eigentlich alle dagegen, aber sagt es nicht weiter, sonst kriegen die Schwierigkeiten in ihrer Organisation. Also ich habe nichts gesagt über die Juristen irgendwo weiter oben. Ja? Die sind auch alle dagegen. Und aber da kann ja sein, dass die Gewerkschaft sich durchaus entwickelt in eine Richtung, die also Herrn Göhner eigentlich nicht sympathisch sein kann. Ja, das ist ein Phänomen, aber ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus. Wenn man die Genese dieser Gesetze verstehen will, dann fragt man sich, wenn man alles sich im Kopf zergehen will, warum machen eigentlich die Spitzen, etwa der IG Metall, die ja auch eine Menge Ahnung haben, warum machen die das mit? Jetzt ist ja schon in Stuttgart ein Beschluss gefasst, der ist knapp durchgegangen, mit Enthaltungen. Also ein Warnzeichen ohne Ende in so einem Bezirk wie Stuttgart, in Wiesbaden, Limburg, entsprechender Beschluss. Also, damit wir das alle verstehen für den Tag, wir müssen ja sozusagen langsam pädagogisch uns dem Ziel nähern. Warum, was ist Ihre Interpretation, warum die mitmachen? Weil Sie haben ja so soft gesagt, ich kann mich nur wundern. Können Sie das mal austapezieren, was Sie meinen, wundern? Damit man einfach versteht, positiv, die sind ja nicht vertreten jetzt in diesem Forum, what makes them move? Sie kennen ja die DNA von diesen Funktionären und wissen genau, wie die ticken. Was läuft da? Naja, also so ganz kenne ich die DNA natürlich nicht, denn es gibt natürlich schon auch immer noch gewisse Vorbehalte gegenüber so Menschen, die in der Uni gearbeitet haben. Also ja, aber ich dachte, daher, Sie gehören schon so ein bisschen zum juristischen Inventar. Ja, das schon. Aber also die DNA ist dann nicht so ganz durchschaubar. Ich habe die Einschätzung, man hat 2010 diesen Schulterschluss mit den Arbeitgebern gemacht, aus den genannten Gründen. Und jetzt will man davon nicht mehr weg, weil man nicht weiß, was dann passiert, weil man dann als unsicherer Kantonist erscheint. Und außerdem muss man auch sehen, dass, sagen wir mal, die analytische Fähigkeit von Entscheidungsträgern gegebenenfalls ziemlich beschränkt ist. Nicht, weil sie an sich blöd sind, sondern weil sie gar nicht mehr die Zeit haben, sich Gedanken zu machen, also analytisch wirklich tätig zu sein. Aber eine Einschränkung gleich, Sie können gleich weitermachen mit der Argumentation, nirgendwo anders
gibt es so eine starke Macht der Referenten und Berater wie in den Gewerkschaften. Das ist meine Erfahrung jedenfalls. Die Fahrtabhängigkeit von den Zuträgern ist doch besonders groß. Das heißt, die hätten nach Ihrer Argumentation folgend auch versagt. Ja, das ist dann die Frage, inwieweit man als Zulieferer die potenzielle Meinung des großen Chefs antizipiert. Und es gab mal einen DGB-Vorsitzenden, da konnte man die Reden ganz genau zuordnen, welche Abteilung sie entworfen hatte. Ja, das wusste man, je nachdem, ob es Gesellschaftspolitik oder Sozialpolitik war, waren das relativ unterschiedliche Referate. Positiv, würde ich mal dazu sagen, ist auch die Tatsache, dass bei Verdi, ich glaube zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, die Situation eingetreten ist, dass die Position eines Vorstands keine Mehrheit mehr gefunden hat und dass der Vorstand dann von sich aus einen Rückzieher gemacht und diese Position aufgegeben hat. Mir ist kein Fall bekannt, wo das jemals sonst der Fall gewesen wäre, vielleicht wissen es andere besser, aber in so einer wichtigen Frage hat die Demokratie funktioniert. Und da muss man auch mal positiv so etwas nennen. Man kann Verdi in vieler Hinsicht kritisieren, aber hier waren sie demokratisch und das hat gut funktioniert. Sie können natürlich, das ist richtig, Sie können natürlich umgedreht interpretieren, hier geht es um wirklich was. Sonst hätten Sie diese Kurskorrektur nicht vorgenommen. Aber Sie sind mir immer noch schuldig, die Interpretation des Wunderns. Das klingt so harmlos, weil mein Eindruck ist... Ich bin immer harmlos. Ja, stimmt. Vielleicht können wir, bevor dann wir den nächsten Punkt machen, noch gerade die Schlussfrage, Sie kommen später nochmal weiter dran. Mein Eindruck ist, wenn ich jetzt so diese halbe Zentner Papier vor dieser Konferenz gelesen habe, dass wir bei diesem Tarifeinheitsgesetz in einer Stimmungslage sind, politisch-gesellschaftlich, wie vor einem Jahr beim TTIP-Verfahren. Der gesellschaftlichen Unreife, es kapiert keiner. Und dann kommt zu einem sehr späten, ich kann den Mikrofon, kann ich nichts da dran, es liegt nicht da laut. Okay, ich ganz nah ran, Entschuldigung. Okay, noch näher ran. Und dass wir die Situation haben bei diesem Gesetz, Sie hatten gerade Verdi angesprochen, wie bei TTIP, keiner versteht's. Und in einem Jahr wird das sozusagen ein Eskalationspunkt sein, sowohl für die Gewerkschaften als auch für die Gesellschaft. Jetzt kommt Herr Bode von Greenpeace und hat selbst beim TTIP-Verfahren einen Bestseller, einen politischen Bestseller, einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Also nach einer späten Zeit verstehen die Leute es. Würden Sie diesen Vergleich nachvollziehen können, dass in diesem Thema noch unglaublich viel politischer Konfliktstoff steckt? Das kann sein, das muss aber nicht sein. Weil es auch die Frage ist, wie sich die Akteure im Einzelnen dann darauf einstellen, wenn das Gesetz da ist. Es gibt ja einmal die Variante, dass es in Karlsruhe gekippt wird. Dann ist das Problem erledigt. Es kann die Variante geben, dass man im Bereich des Luftverkehrs eine IG Luft macht. Da gibt es ja schon von der UFO eine entsprechende Aufforderung. Dann ist klar, wer dort die Mehrheit hat. Es wird eine gegliederte Gewerkschaft mit Fachbereichen sein und es wird sich am Status quo ganz wenig ändern. Es bleiben die Ärzte. Marburger Bund, entweder wird er sich öffnen für das Pflegepersonal, dann würde wahrscheinlich relativ schnell auch da die Mehrheitsfrage geklärt sein. Oder er macht eine Tarifgemeinschaft mit Verdi, auch das wäre zu überlegen. Ja, oder es traut sich die Arbeitgeberseite gar nicht, sich auf die Tarifeinheit zu berufen. Man kann nicht sämtliche Ärzte in sämtlichen Krankenhäusern vor den Kopf stoßen. Die haben einen Organisationsgrad von 80%. Das geht überhaupt nicht. Und insofern ist eine Prognose immer ein bisschen schwierig. Ja, Prognosen haben die Charaktereigenschaft, schwierig zu sein. Aber Sie haben interessanterweise einen Prognosepfad ausgelassen. Warum soll die IG Metall-Führung nicht den gleichen Weg gehen wie die Verdi-Führung? Weil die IG Metall sehr viel zentralistischer organisiert ist. Ich habe mit einem Vorstandsmitglied geredet, schon 2011. Er hatte wirklich Tränen in den Augen und fand es empörend, was da läuft. Aber gleichzeitig war es klar, man hätte es ihm als grob illoyales Verhalten gewertet, wenn er
als Vorstandsmitglieder IG Metall gesagt hätte, dieses ist nicht in Ordnung. Das war bei Verdi anders. Wernicke konnte von Anfang an sagen, er ist dagegen. Das ist bei der IG Metall nicht so. Da sind gewisse Einheitsvorstellungen aus der Geschichte der Arbeiterbewegung noch sehr lebendig, die woanders ziemlich einen Schiffbruch erlitten haben. Herr Däubler, es gibt ja auch diesen alten Schlagersong, Tränen lügen nicht. Tränen können den Beginn sein für eine Umkehrung, weil, ich muss noch mal in die Waagschale werfen, es geht ja hier um was? Das ist bis jetzt bei Herrn Gröner nicht so rausgekommen. Es geht ja um Grundfesten der Gewerkschaftsbewegung, Identitätskerne des Streikrechts. Das ist ja nicht irgendwas. Ist Ihre politische Einschätzung zum Schluss so, dass Sie davon ausgehen, wie Sie eben sagten, das Gesetz, wenn das da ist, wird sich zeigen, wie die Realität aussieht? Ich bin anderer Auffassung, wenn Sie jetzt Stuttgart die Beschlüsse sehen der Gewerkschaftsgremien, wenn Sie die interne Diskussion sehen. Warum sind Sie so skeptisch, dass das dann sozusagen nicht politisch diskutiert werden kann? Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen der Sozialdemokratie, der hat ein Interview in der Frankfurter Rundschau gegeben, was nicht mehr peinlicher sein kann. Er hat geeiert, der war voll Skepsis und musste sagen, es ist gut. Wenn die Leute auf Dauer sagen müssen, es ist etwas gut, was schlecht ist, das ist kompliziert. Von daher, wie ist Ihre Interpretation? Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn es mal Negativerfahrungen zum Beispiel im Metallhandwerk gibt, dass das zu einem Beschluss auf dem nächsten Gewerkschaftstag der IG Metall führt und dass dann auch beim Vorstand sich gewisse Erkenntnisse breit machen, wie das bei Verdi der Fall war. Das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Wissen wir nicht sicher. Sie haben gesehen, ich habe es versucht, aber bin gescheitert. Die Diplomatie, der weiß viel mehr, aber wir haben ein heißes Thema, nur das wird wie ein roter Faden heute uns noch begleiten, weil es natürlich wichtig ist. Und ich denke, es gibt ja noch einige Basisgewerkschafter, die auch was beitragen werden und die Wissenschaftler von der Böckler-Stiftung sowieso. Herr Bisping wird uns sicherlich aufklären, da bin ich ganz sicher, über die realen Machtverhältnisse.